Tage, die werden kürzer draußen, es wird grau und usselig. Und damit mit Ihrer Stimmung das nicht auch noch passiert, hätten wir da eine Idee. Wir haben nämlich in Aachen jemanden getroffen, der kann kleine Verstimmungen im Handumdrehen mildern. Und das garantiert ohne Risiken und Nebenwirkungen. Er poliert Schuhe und bei Bedarf auch die Stimmung seiner Kundschaft. Und dabei ist Uwe Huber alles andere als ein Arzt oder Apotheker. Dafür kommen seine Kunden gern. Guten Tag, die Dame. Was darf ich für euch tun? Ja, Nachbar, guck mal, da war ihr Land. Ist das zu machen? Weil ich hier die ganze Nacht an arbeiten muss, 20 Minuten, wenn ihr wollt. Wie? 20 Minuten. Ja, ich hier bis hinten. Okay. Macht er? Ja. Ja, okay, bringt die Hilfe mit. Der ist nicht frech, das ist so seine Art. Da lieben wir an ihm. Ja? Sonst wär, wenn er das nicht gut tut, dann ist er krank. Und krank ist er fast nie. In seinem Schuhmuseum werkelt der Horst Lichter unter den Schustern von 6 Uhr in der Früh. Und das schon seit 34 Jahren. Uwe Huber fackelt nicht lange, er repariert alles im Handumdrehen. Und während seine Kundschaft wartet, kann sie sich so lange mit alten Schuhputzmethoden vertraut machen und der Original Muhammad Ali Schuhcreme in Braun oder in Erinnerungen schwelgen. Ja, morgen. Wie war der Urlaub? Schön? Ja. Wetter? Ja. Doch nicht so. 25 Grad. Also fast immer hat er die 17 Quadratmeter kleine Bude voll. Das liegt, meint der Schuster, nicht nur an ihm, sondern vor allem an der schlechten Qualität der Schuhe. Die Kunststoffmaterialien heute, die Qualität generell von den Schuhen, die sind konzipiert, dass sie nach 3 Monaten auseinanderfallen. Kunststoff, Presspappe, 3 verschiedene Kunststoffe, wo die genau wissen, 60 Kilo, 32.000 Schritte kann die damit gehen, das sind 3 Monaten erledigt und das Ding fällt auseinander. 100 Kunden jeden Tag und immer nur zähe Schuhsohlen, das macht hungrig. Zeit für seine Lieblingskundin Frau Huber mit dem Mittagessen. Kommen Sie rein, junge Frau. Guten Morgen, liebe Lein. Wie ist es? Gut, ich schlafe. Ja. Auch. Jetzt. Ich gehe. 12 Stunden. Ein Butterbrot, eine Quark und ein Snickers. Passiert die Kamera ja nicht. Schön, ich liebe das. Ist anstrengend, ne? Den ganzen Tag hier, Kundengespräche, Arbeit und so. Der ist ganz ruhig zu Hause eigentlich. Vergessen Sie nicht, Herr Meise. Kommen Sie ruhig rein, Herr Meise. Vergessen Sie nicht, Herr Meise. Ja, so wird ein Schuh draus. Uwe Huber jedenfalls hat immer was zu lachen. Und seine Kundschaft, sofern sie Humor hat, auch. Das ist die richtige Einstellung. In Aachen, da stehen die Buden für den Weihnachtsmarkt, aber irgendwie kommt bei den milden Temperaturen im Moment nicht so richtig Vorweihnachtsstimmung auf.